Gut, Nicky, also du hast gewonnen. Okay, danke, gerne. Aber einen habe ich noch. Und der kommt aus Zuffenhausen. Es ist der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten, der GT2 RS. Die Eckdaten: sagenhafte 620 Turbo PS und 237.000 Euro teuer. Er ist auf 500 Stück limitiert und ist bereits ausverkauft. Matthias hat sich neben dem Auto auch fahrerische Unterstützung organisiert. Sein Joker soll gemeinsam mit ihm Niki Schelle eine Lektion erteilen, die er niemals vergisst. Und das ist Matthias Trumpf. Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Seine Rennvorbereitung ist, sagen wir mal, eher unspektakulär, seine Sprüche aber weltberühmt. Mei, der Audi und der Niki, das ist überhaupt kein Problem nicht. Dieser Mann darf den Mund so voll nehmen. Walter Röhrl gilt als der beste Rallye-Fahrer aller Zeiten. Er war zweimal Weltmeister und unter anderem 8 Jahre lang Werksfahrer bei Audi. Er soll Herrn Schelle im R8 das Fürchten lehren. Niki weiß noch nicht, dass der GT2 vom Rallye-Papst persönlich gelenkt wird und ist überrascht. Yes, er kommt. Du grüne Neune. Und wenn er kommt, dann kommt er schnell. Ach Gott. Walter. Grüß Gott. Mein Joker. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Servus. Das hätte mir jetzt nicht doch. Du, der Niki hat mich in meinem schönen SLS nass gemacht. Ah ja. Mit seinem R8 durch sein Allrad. Jetzt bin ich an der Reihe, meinst du? Du musst jetzt das richten. Du musst meine Ehre sozusagen wieder aufrechterhalten. Mit vollen Hosen ist gut stinken, weißt du? Genau. So, und bitte. Ich glaube, du fährst mal mit und schaust dir das an, wie das geht. Niki, mach schon mal die Reifen warm, ne? Ich werde virtuell mitstopfen. Auf geht's zur Adrenalin-Fahrstunde mit Walter Röhrl. Sag mal, ich bin ja so ein sehr großer Freund des Driftens, ne? Ja, ja, ja. Du ja, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. Können wir nicht mal ausmachen und du fährst mal die Kehren mal ein bisschen... Ja. Und den Dämpfer machst du nicht auf hart, oder? Nee, mach ich nicht. Warum nicht? Weil einfach das bei der welligen Straße eher Nachteile bringt. Also dann wird er mehr hüpfen und hat weniger Traktion noch? Und wenn es nass ist, genau das Gleiche. Und dann heißt es anschnallen im nur 1200 Kilo schweren Porsche. Walter reizt den Turbo aus und schießt auf die erste Haarnadel zu. So, also wir kommen auf die Kehre zu. Ersten Gang rein, wir stellen ihn schon vorher an. Und jetzt gehen wir quer mit dem Hintern raus. Oh. Na, da müssen wir aber nicht quer fahren, oder, Walter? Doch, wir müssen. Ja, aber wie macht das Porsche, dass der so viel Gewicht verliert? Ja, einfach konsequent Antidröhnmittel weg, Unterbodenschutz weg. Also all diese Dinge. Also das ist schon ganz wichtig. Vorne haben wir einen Carbon-Kofferraumdeckel. Ja. Also alles diese Dinge, die machen schon viel aus. Ne? So, also hast du dich jetzt auf die Strecke so ein bisschen eingeschossen? Du kennst den Weg? Du brauchst jetzt keinen Beifahrer mehr, ne? Nein. Weil ich muss ja wegen des Leistungsgewichts wieder aussteigen. Ach so, ja, sonst hast du 75 Kilo zu viel an Bord. Also, Walter, dann mach ihn bitte nass, ja? Alles klar. Ich drück dir die Daumen. Alles klar. Gib alles! Das Leistungsgewicht vom Porsche liegt bei 2,2 Kilo pro PS. Das vom Audi bei nur 2,7. Dafür hat er Allrad. Reichen Walter also 60 PS mehr, um den Quattro zu besiegen? Walter Röhrl ist natürlich, war von mir immer ein großes Idol. Jetzt hat gegeneinander, das ist natürlich eine schwierige Sache. Der Röhrl und der GT2 RS, dieses ist wie verwachsen. Also ich meine, er hat ja auch bei der Entwicklung mitgeholfen, wie immer, wie bei jedem Auto bei Porsche. Diese beiden Typen gehören einfach zusammen. Und ich weiß nicht, ob der Niki die wieder auseinanderkriegt. Ja, ich habe natürlich schon ein Problem, denn wer meine Sprüche kennt, ein Auto ohne Vierrad ist eine Notlösung, dann bei diesen Verhältnissen machst du schon Gedanken. Da sagst du dir, es ist nass, es ist kalt, das Auto hat ein super Vierrad, der Niki ist ja auch ein guter. Ne? Also dann haben wir schon gedacht, Röhrl, reiß dich zusammen, weil sonst wird das eine Blamage. Ne? Also so sicher bin ich mir nicht, dass das also gut geht. Welche Kombination ist nun der Gipfel des deutschen Automobilbaus? Der Start ist entscheidend. 3, 2, 1.
Allerdings, wenn ich mal Kraft auf die Straße bin, bin ich schneller. Nach dem trockenen Start geht es in den nassen Streckenabschnitt und der Allrad beißt sich in den Asphalt. Bleiben dran! Der Turbo ist bei diesen Bedingungen schwer zu beherrschen. Die 1,6 Bar Ladedruck setzen sehr plötzlich ein. Für Walter gar kein Problem. Ja. Die langen Geraden zählt immer noch. Leck mich am Arsch, das Ding zählt ab. Das ist der Wahnsinn. Geht's wieder. Wieder kehre, ein bisschen wieder vorsichtig. Walter fährt Ideallinie. Nach Turboproblemen sieht das nicht aus. Jetzt geht's geradeaus. Jetzt kann ich meine Kraft natürlich einsetzen. Da geht's natürlich gut. Ne? Auf der Zielgeraden ist der Porsche immer noch vorne und Matthias wartet bereits gespannt auf seinen Joker Walter Röhrl und den Gegner Niki Schelle. Da sind sie. Und der Walter ist vorne. Okay. Yes. Der Walter hat die Grip-Ehre gerettet. Oder besser gesagt, die Malme die Ehre gerettet. So, Burschen. Ich gratuliere, wem gratuliere ich? Natürlich dem Walter. Dem GT2. Glückwunsch. Danke. Sensationell. Alter, wie du hier hochgeballert bist. Niki, der zweite Gewinner, auch dir herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja bloß Vorletzter geworden. Vorletzter, genau. Woran liegt das? Wie kriegt der Porsche diese Power nur mit dem Heckantrieb auf den Boden? Der Motor, der hat natürlich ein unheimlich hohes Gewicht auf der Hinterachse. Das macht sehr viel aus. Aber bei dem Auto, da gibt es so einen Spruch von mir. Ein Auto muss so viel PS haben, dass du beim Aufsperren schon Angst hast. Es ist allmählich, bei den Bedingungen wird es allmählich der Fall. Das war das Schlusswort.